So, dann schauen wir uns erstmal in diesem Raum um. Hier haben wir ein Regal. Ein altes Regal. Wahnsinn. Und hier haben wir Säcke. Leere Säcke. Können wir denn davon welche mitnehmen? Naja, zumindest mal einen. Okay. Und hier ist noch eine Kamera. Eine Sofortbildkamera. Im Zeitalter der digitalen Fotografie wird man solche Stücke wohl bald nur noch im Museum finden. Naja, die könnte uns ja vielleicht ganz nützlich sein jetzt. Nimm mal mit. Gut, ist hier sonst noch irgendwas auf diesem Regal? Nee. Hier haben wir ein Rednerpult. Ob Herr Chelton das für seine Fernsehpredigten benutzt hat? Eigentlich ist mir das völlig egal. Kann dir auch egal sein. Mir ist es auch egal. So, hier liegt irgendwie komisches Zeug rum. Hier sind Zeitschriften. Ein Stapel Fußballzeitschriften mit dem vielsagenden Titel 11 Freunde müsst ihr sein. Ja, nimm mal mit. Fußballweisheiten werden mir hier wohl kaum weiterhelfen. Die können gerne liegen bleiben. Ja, woher weißt du das denn? Vielleicht müssen wir doch mal wieder irgendwie ein Feuer machen und brauchen was zum Anzünden. Dann eignen die sich doch perfekt. Und hier ist Eispray. Damit kann man Prellungen und Verstauchungen kühlen. Das ist aber nützlich vielleicht. Aha. Na, immerhin. So, und sonst sind hier noch Bücher. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hänsel und Gretel. Schneewittchen und die sieben Zwerge. 666, die Zahl des Teufels und ihre Bedeutung in der Mathematik. Die sieben Todsünden und die 150 besten Mikrowellengerichte. Was für eine Mischung. Märchen, Teufel, ja, und Kochbuch. Keine Zeit zum Lesen. Können wir alles scheinbar nicht gebrauchen. Gut, dann ist hier noch ein Tisch. Ein alter, klappriger Tisch. Mit einem Fernseher. Das Modell stammt aus einer Zeit lange vor der Erfindung des Farbfernsehens. Aber immerhin läuft es schon mit Batterien. Ja, und Schwarz-Weiß-Fernsehen ist besser als gar kein Fernsehen, oder? Mach mal an. Soll ich den Fernseher einschalten oder mitnehmen? Erstmal einschalten. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schwarz-weißes Schneegestöber. Der Empfang ist hier offensichtlich nicht besonders gut. Und Ton scheint es auch keinen zu geben. Dann mach den mal wieder aus. Soll ich den Fernseher ausschalten oder mitnehmen? Erst ausschalten und dann mitnehmen. Wie wäre das? So? Soll ich den Fernseher? Ja, mitnehmen. Scheinbar passt der ja in deine Tasche. So, hier ist irgendwie so eine Karte, die können wir uns aber leider nicht angucken. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht von dem Gebäude ist, der Floorplan. Regal, Lampe, Tür. Okay, und hier ist noch eine, was? Ein kleiner Bügel? Eines von diesen billigen Drahtgestellen, die man dazu bekommt, wenn man billige Klamotten kauft. Ja, die kann man vielleicht umfunktionieren zum Dietrich. Und damit irgendeine Tür öffnen. Hier ist eine Nähmaschine. Das Ding ist so alt, das funktioniert sogar noch ohne Strom. Ja, Wahnsinn, diese Technik, oder? Funktioniert noch. Aber du kannst wahrscheinlich nicht nähen. Und hier liegt Game Girl. Eine tragbare Spielkonsole. Ach so. Es ist nicht der Game Boy, sondern Game Girl. Das passt irgendwie nicht ins Bild. So alter Fernseher. Das Ding funktioniert sogar noch, aber leider ist kein Spiel drin. Alter Fernseher, alte Nähmaschine und dann ein Game Girl. Eine dieser tragbaren Spielkonsolen mit Hintergrundbeleuchtung. Ich habe sie eingeschaltet. Es ist aber kein Spielmodul drin und deshalb flimmert auf dem Ding nur ein weißer Bildschirm. Okay. Ich habe keine Ahnung, wofür wir den gebrauchen können, aber hey, irgendwo... ja. Ach, wir haben zwei Säcke mitgenommen. Okay, das ist ja schon mal etwas. Dann gehen wir jetzt mal durch diese Tür vielleicht. Da geht's in den Hof und sobald ich den betrete, sieht mich die Wache. Keine gute Idee. Dann gehen wir nicht durch diese Tür. Ich glaube, ich habe mir jetzt hier alles angeguckt. Ich hoffe es mal. Aber es würde mich nicht wundern, wenn ich wieder irgendwas übersehen hätte. Gut, raus aus dem Fenster. Achso, weiter geht's hier gar nicht. Mausefalle. Vielleicht können wir da was anderes reinlegen. Nee. Ich kann jetzt mal fröhlich versuchen zu kombinieren. Käse in den Sack. Katze aus dem Sack. Wir machen einfach mal der Reihe nach. Ich gehe jetzt mal mit allen Gegenständen. Ah, Käse in die Vase. Naja, die Vase ist halbwegs sauber. Also rein damit. Jetzt haben wir wenigstens alles auf einer. Okay. Gucken wir nochmal. Ich weiß nicht, warum wir jetzt Vase mit Zutaten. Ach, wollen wir jetzt irgendwas kochen? Die Frage, die sich mir gerade stellt: Zutaten wofür?
Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich habe auch noch keine Ahnung. Aber kombinieren funktioniert oft. So, Spaten. Das ist auch so ein Spaten, ey. Der Sack mit dem Sack. Kamera. Ja, ich glaube, das können wir... Fernseher mit dem Kleiderbügel? Ach, Antenne! Als Antennenersatz? Warum nicht? Hat bei meinen Großeltern auch funktioniert. Ja. Moment. Stellen wir den nochmal hier auf den Tisch? Ich stelle den Fernseher mal hier ab. Ach, den können wir bestimmt auch irgendwo anders abstellen und dann vielleicht Geräusche machen, dass die Wache sich wegbewegt. Sollen wir den Fernseher wenn wir den jetzt einschalten? Kommt Fußball. Aber wir haben immer noch keinen Ton, ja? Da läuft gerade irgendein uninteressantes Fußballspiel. Eine Mannschaft in Schwarz-Weiß spielt gegen eine Mannschaft in Weiß-Schwarz. Ton gibt es auch keinen. Was bei den meisten Fußballkommentatoren aber eher ein Vorteil sein dürfte. Okay. Wie können wir denn da jetzt noch Ton hinzufügen? Wir brauchen irgendwie bestimmt noch dieses Game Girl. Soll ich den Fernseher... Nimm mal mit. Auch wenn er angeschaltet ist. Ich probiere mal, ob ich den Fernseher auch woanders abstellen kann. Hier vielleicht? Ich stelle den Fernseher mal hier ab. Irgendeinen Sinn muss das Rednerpult ja haben. So. Soll ich den... Schalte ihn nochmal an. Ah. Da läuft gerade Das hat jetzt immer noch nicht viel gebracht. Wir brauchen noch Ton. Also, Geräusch. Wir können ein Bild mit der Kamera machen. Wir können natürlich Nina wahrscheinlich Gegenstände geben. Was? Nina spielen? Nee. Scheinbar können wir ihr keine Gegenstände geben. Vielleicht, wenn wir da hingehen? Hier war ja sonst auch nichts mehr. Kellerfenster. Können vielleicht ein Foto machen? Nee. Und hier... Da geht's in den Keller. Hier können wir ja absolut gar nichts machen, solange die Wache da steht. Aber hier ist diese Tür. Nee, die Tür ist das wahrscheinlich. Wo ging es denn jetzt nochmal? Ach ja, genau hier war das Fenster zu Nina. Die Gitterstäbe sehen recht stabil aus. Ohne extrem schweres Gerät oder Sprengstoff ist da nichts zu machen. Sowas haben wir leider nicht. Wir haben nur Eispray. Das wird, glaube ich, nicht helfen. Aber jetzt können wir ihr wahrscheinlich Gegenstände geben, wobei sie hat keine Arme. Also, ich meine, sie ist gefesselt. Glaube kaum, dass ich damit von hier aus ihre Fesseln lösen kann. Ah, vielleicht mit dem Spaten? Nee. Vase mit Zutaten? Auch nicht. Wir haben hier noch dieses Stroh. Können wir das in den Sack füllen? Nee. Nina einen Sack geben. Nina die Kamera geben. Nina das Eispray geben. Nina das Game Girl geben. Tja, ich bin etwas überfragt. Und Nina selber hat ja gar nichts im Inventar. Sie kann auch gar nichts machen. Sie ist gefesselt. Zumindest nehme ich mal an, dass sie nichts machen kann. Okay, das... Ich kann ihr das auch nicht geben. Das ist natürlich blöd. Gitterstäbe kriegen wir hier auch nicht irgendwie mit auf, nehme ich mal an. Ah, Eispray. Was machen wir denn jetzt mit der Mausefalle? Marco würde jetzt sagen, der Käse ist raus, die Finger noch dran, hab ich ein Glück, Mann oh Mann. Wahnsinn, wer ist Marco? Können wir denn da noch irgendwas mit tun überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen irgendwie so ein Spiel finden. Hier hatte ich mir schon alles angeguckt. Ist zwar nur noch eine Ruine, aber zum Rumtragen nach wie vor deutlich zu unhandlich. Ist denn da noch irgendwas drin? Wenn ich jetzt auf die arme Hütte einschlage, dann macht das eine Menge Lärm. Und wenn den jemand hört,
dann wird man vermutlich auf mich einschlagen. Ah, okay, aber wenn wir dann vielleicht einfach hier den Fernseher hinstellen... Dann werden die denken, das war der Fernseher. Vielleicht? Soll ich den Fernseher mitnehmen? Die Frage ist nur, können wir den hier irgendwo abstellen? Wahrscheinlich auf dem Grab vielleicht? Nee. Tja, das ist dann natürlich blöd. Den muss man wahrscheinlich in dem anderen Raum abstellen. Das ist also noch nicht die richtige Lösung. Okay, kann man sonst hier... Auch ein Hund hat ein Anrecht auf ungestörte Totenruhe. Ja, hast du natürlich recht. Ich will es weder tiefer ausheben noch zuschaufeln. Ich will nur möglichst viel Abstand zwischen mich und mein Grab bringen. Ich verstehe. Den Fernseher ins Grab werfen können wir auch nicht. Kamera. Dann hier können wir ja auch schlecht den Fernseher irgendwo abstellen, oder? Vielleicht ein Foto machen? Ein Sack. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt tun soll. Hier ist ja noch das Kellerfenster. Nichts Besonderes zu sehen, außer schweren Gitterstäben unter der hinterliegenden Wand. Ach so, da war ja sonst nichts. Aber wir können auch nicht irgendwie... irgendwas damit kombinieren, was wir jetzt schon haben. Sack. Nichts zu sehen, wonach ich greifen könnte. Und das Gitter lässt sich so bestimmt nicht aus der Wand reißen. Na gut. Die Frage ist, brauchen wir jetzt noch eine andere Zutat, die in die Vase kommt? Ich habe hier auch wirklich nichts übersehen. Das kann ja gerne mal passieren und dann kommt man nicht weiter. Weil ein blöder Gegenstand fehlt. Also ich denke immer noch, dass wir den Fernseher hier draufstellen müssen. Zeitschriften, Bücher. Rotkäppchen, keine Zeit zu... Ja, machen wir das nochmal. Ich stelle den Fernseher mal hier ab. Der müsste natürlich Ton machen sonst. Soll ich den Fernseher einschalten? Ja, schalt nochmal ein. So. Das können wir aber jetzt auch nicht kombinieren, irgendwie. Oder da mit dem Spaten draufhauen. Vase mit Zutaten. Ob wir vielleicht irgendwo eine eigene Mausefalle aufbauen können? Auf jeden Fall nicht hier. Aber eigentlich bräuchten wir dann auch noch irgendwas... was dann zuschnappt, sobald die Maus da reingelaufen ist. Aber eigentlich wollen wir auch gar keine Maus fallen. Fangen. Fallen. Hier geht's sonst auch nicht weiter, ja? Ich dachte nämlich eigentlich, dass hier noch ein Durchgang wäre. Oben ist noch so ein Loch. Nina. Wie soll ich dir dann helfen, Nina? Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Bisher noch nicht. Können wir die Fußspuren wegmachen? Ne, das bringt uns ja auch gar nichts. Huch. Ich wollte... in den Durchgang. Nee. Hier gibt's auch sonst gar nichts mehr. Hier kommt wohl eine der... Ja, Patrouille. Raumpatrouille Orion. Die wird wahrscheinlich nicht hier lang gehen. Was mache ich jetzt, Leute? Ich habe keine Idee. Beziehungsweise alle meine Ideen funktionieren nicht. Mit dem Sack kann ich auch nichts tun. Den Sack in den Sack? Nein. Oh, ich glaube, ich muss dann erstmal eine Aufnahmepause machen und
mir irgendwas überlegen, was fürs nächste Mal. Also, sag ich mal, bis dahin macht's gut. Tschüss.